aufzeichnen und die Aufzeichnung läuft. Ja, ich hatte Ihnen gestern informell das Halteproblem vorgestellt und ich habe jetzt hier, ich hatte glaube ich gestern damit auch aufgehört, sozusagen mit drei unterschiedlichen Varianten des Halteproblems. Und das, was wir gestern informell gemacht haben, das war im Prinzip das spezielle Halteproblem, was hier in der Mitte steht, ja, dieses hier. Sie erinnern sich dunkel, ich hatte da dieses Programm Trick. Wir haben sozusagen dieses Programm in die Methode zum Prüfen, ob ein Programm denn anhält, reingesteckt, einmal als Programmcode quasi zur Aufführung und dann aber auch sozusagen als Parameter und haben dann festgestellt, naja, das führen wir irgendwie auf einen Widerspruch. Und diese ominöse Funktion halt, die nämlich prüft, ob ein Programm bei einer Eingabe anhält, dass es die halt nicht geben kann. Ja, das war quasi die spezielle Variante dieses Halteproblems hier. Das ist natürlich noch so ein bisschen unbefriedigend, weil wir ja letztendlich natürlich irgendwie wissen wollen, ja, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt eine ganz beliebige Eingabe haben. Das ist ja hier sozusagen eine ganz spezielle Version. Ja, wir stecken da eine Turing-Maschine rein. Im Vergleich zu Ihrem Skript, was Sie jetzt vielleicht auch vorliegen haben, sieht das noch ein ganz klein bisschen anders aus. Da steht ja immer irgendwie so ein N. Ich habe das nochmal so ein bisschen anders formuliert. Und zwar mit G von M meine ich ja immer die Gödelzahl oder das Gödelwort. Das können wir immer als natürliche Zahl interpretieren. Und das fand ich einfach von der Schreibweise irgendwie charmanter hier. Also ich stecke im Prinzip eine Turing-Maschine rein und da ist es jetzt egal, in welcher Form die vorliegt. Also hier jetzt sozusagen einfach als Gödelzahl. Ja, ich habe das M dann da mit drin. Das heißt, das ist das Gödelwort der Turing-Maschine M. Und da stecken wir jetzt quasi die eigene Gödelzahl rein. Ja, das ist natürlich sehr speziell. Und wir möchten natürlich lieber, sage ich mal, diese Variante hier oben, dass wir sagen, naja, wir haben eine Maschine, ist das eine. Als zweites haben wir eine beliebige Eingabe. Und die Frage ist, hält die Turing-Maschine bei dieser beliebigen Eingabe? Ja, ob wir da jetzt W schreiben oder I, das ist ganz egal. Wir können alles, Kraft dieser Gödelisierung, die wir eingeführt haben, eigentlich alles als natürliche Zahlen formulieren. Darum tritt auch manches hier in der Argumentation nur noch auf Basis von natürlichen Zahlen auf. Ja, wenn Sie da Verständnisschwierigkeiten haben, stellen Sie sich einfach vor, wir nehmen einfach den Gödelcode, also die Codierung der Turing-Maschine oder der Eingabe, da können wir mit Hilfe dieser Gödelisierung immer in eine natürliche Zahl überführen. So, und wir waren gestern stehen geblieben an dieser Stelle. Ich hatte Ihnen hier im Prinzip nochmal dieses Szenario, wenn wir ein Problem auf ein anderes reduzieren. Ja, und die Reduktion von L1 auf L2 und hatten uns überlegt, naja, wenn dieses Problem L1, ja, was im Sinne dieser Schreibweise leichter ist oder zumindest nicht schwerer als L2, was passiert, wenn das nicht lösbar ist? Das ist intuitiv klar. Naja, wenn das Leichtere schon nicht lösbar ist, dann wird das Schwierige wohl auch nicht lösbar sein. Das haben wir halt hier jetzt nochmal formal gezeigt. Das hatten wir gestern gemacht. Ja? Also wenn L1 nicht lösbar oder nicht entscheidbar, dann ist auch L2 nicht entscheidbar. Das war die Annahme und wir haben das dann entsprechend auf den Widerspruch geführt, dass halt L2 nicht entscheidbar ist. So, und das gibt uns jetzt sozusagen Argumentationshilfe beim Nachweis, dass quasi, wie verhält es sich denn mit diesen drei Problemen? Ja, und der Nachweis für dieses allgemeine Halteproblem, da finden Sie im Skript zwei Varianten. Die eine Variante, die basiert jetzt auf diesem Prinzip der Reduktion und die Argumentation wird da sein, dass wir zunächst von dem speziellen Halteproblem, das ist dieses H unten H, dass wir das reduzieren auf ein Problem H0. Und zwar ist das die Frage, ich stecke eine Turing-Maschine rein und mich interessiert nur, wie verhält sich das denn bei der Eingabe 0? Ich stecke 0 da rein und hält das Ding an oder nicht? Ja, und wir werden erst diese Reduktion kann man durchführen und im zweiten Schritt dann diese Reduktion, nämlich von diesem Nullhalteproblem auf das allgemeine Halteproblem. Ja, das ist eigentlich das, was uns interessiert, was ich auch gestern schon formuliert habe. Wir können im Allgemeinen nicht zeigen, dass ein Programm bei einer beliebigen Eingabe
anhält oder nicht. Also wir können das nicht entscheiden. Ja, das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und jetzt gehen wir sozusagen zwei Schritte. Ich werde Ihnen jetzt einen zeigen. Und zwar diesen hier nochmal als Anwendungsbeispiel für diese Reduktion. Das ist sozusagen die eine Argumentation. Eine andere Argumentation, man kann das auch direkt zeigen. Auch das finden Sie im Skript. Das ist dann weiter unten. Da muss ich mal ganz kurz schauen. Da gehe ich aber heute nicht drauf ein. Wo haben wir es? Beweis des allgemeinen Halteproblems per Diagonalisierung. Wir haben so einen Diagonalisierungsbeweis, ich glaube, vor zwei oder drei Sitzungen schon mal angedeutet. Und zwar haben wir das verwendet bei der Überabzählbarkeit der reellen Zahlen. Ja, da haben wir gezeigt, dass das Intervall von 0 bis 1, dass das nicht abzählbar ist. Und das haben wir auch mit so einem Diagonalisierungsargument gemacht. Ja, und diese Technik kann man auch einsetzen, um den Nachweis zu führen, dass das allgemeine Halteproblem nicht entscheidbar ist. Das ist hier aufgeführt. Wenn es Sie interessiert, gucken Sie da gerne mal rein. Wir führen jetzt im Prinzip den anderen Beweis, nämlich durch dieses Reduktionsprinzip. Ja, und das will ich jetzt einmal machen. Und zwar, wir gucken uns jetzt an diesen Teil hier, dass wir die Reduktion durchführen vom speziellen Halteproblem auf das Halteproblem oder das Nullhalteproblem. Und was ich einmal machen muss, das hatte ich ja gestern anhand dieses einfachen Beispiels gezeigt, der Flächenberechnung eines Dreiecks. Ja, wenn ich ein Problem auf ein anderes reduziere, dann muss ich irgendwie die eine Eingabe für das eine Problem in die Eingabe für das andere Problem überführen, um dann sozusagen diesen Bezug herzustellen. Also gestern haben wir es quasi konstruktiv angewendet. Ja, das ist dann sowas wie so ein Unterprogrammaufruf. Und hier verwenden wir das jetzt sozusagen in Form eines indirekten Beweises. Das heißt, wir nehmen an, dass dieses Nullhalteproblem entscheidbar ist. Ja, dann existiert also eine Turing-Maschine, ich nenne die jetzt mal M, H und 0. Die entscheidet halt diese Menge H und 0. Ja, also entscheidet diese Menge oder diese Sprache. Ja, also die Menge aller Turing-Maschinen, die bei Eingabe 0 anhalten. Das heißt, wir bekommen eine Antwort ja oder nein. Wir stecken eine Turing-Maschine rein und bekommen die Antwort ja oder nein. Hält diese Turing-Maschine bei Eingabe 0 oder eben nicht? So, und jetzt müssen wir im Prinzip diese Eingaben überführen in die Eingaben für das spezielle Halteproblem. Ja, also Aufgabe, To-Do, schreibe ich mal hin. Überführe Eingabe für H und ein H in H und ein 0. Ja, das ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres, weil Sie beide sozusagen eigentlich nur als Eingabe eine Turing-Maschine haben. Nur wir müssen jetzt ein klein bisschen was an dieser Turing-Maschine ändern. Und zwar machen wir das Folgende. Wir machen das jetzt in mehreren Schritten. Zunächst mal überlege ich mir, naja, wenn ich jetzt ein beliebiges, aber festes wenn ich eine beliebige natürliche Zahl habe, für beliebiges, aber festgewähltes i aus n, können wir eine Maschine konstruieren, die das Folgende leistet. Die startet mit einem leeren Band. Das ist die Startkonfiguration. Und die berechnet und hält dabei auch immer an.
schreibt einfach die Zahl i aufs Band. Ja, also wenn wir das fest wählen, ja, das i, dann kann man das sicherlich konstruieren. Ne? Schreiben wir einfach die Zahl i aufs Band. Sie hatten jetzt in einer Aufgabe auf dem letzten Aufgabenblatt, 8.4 war es, glaube ich, genau, da sollten Sie ja diese Turing-Maschinen konstruieren, die irgendwas mit Primzahl, ich glaube, diese quadratische Formel da oder sowas macht, und dann müssen Sie irgendwie Zahlen raten, ja, und wenn Sie Zahlen raten, dann werden Sie sowas auch irgendwie machen können. Die kann man effektiv konstruieren. Des Weiteren haben wir, das habe ich jetzt noch nicht gezeigt, aber da gehe ich jetzt vielleicht mal ganz kurz drauf ein. Wenn wir uns hier oben diese Sprache nochmal angucken. Diese, ja, die ist nicht entscheidbar. Das haben wir gezeigt. Aber wie sieht es denn aus mit der Akzeptierbarkeit? Ist das wohl eine Sprache, die akzeptierbar ist? Das ist jetzt eine Frage ans Publikum. Denken Sie mal drüber nach. Ist das Ding akzeptierbar? Wenn Sie im Skript blättern, finden Sie die Antwort, aber Sie sollen jetzt einfach durch schlichtes Nachdenken drauf kommen. Das ist nicht so schwierig. Erfordert nur das Verständnis des Akzeptanzbegriffs. Ist diese Sprache akzeptierbar? Auch für den Prof wird es nach 30 Sekunden unangenehm, wenn keiner antwortet. Natürlich ist sie akzeptierbar. Wie machen wir das? Wir haben im Prinzip als Parameter ja die Beschreibung einer Turing-Maschine. Die können wir reinstecken in die universelle Turing-Maschine. Was war die universelle Turing-Maschine? Das war der Gedanke einer ja, universell einsetzbaren Maschine, der wir auf der einen Seite geben ein Stückchen Programmcode. Das ist quasi diese Turing-Maschine und auf der anderen Seite halt die Eingabe, auf der der Programmcode arbeiten soll. Ja, und das, was wir hier machen, wir führen einfach mit der universellen Turing-Maschine die beschriebene Maschine aus. Als Eingabe übergeben wir die Maschine, beschriebene Maschine. Das ist im Prinzip genauso, was hatten wir gestern gemacht. Wir haben halt aufgerufen mit P, P in diesem Programm Trick. Sie erinnern sich vielleicht dunkel. Ja. Und Akzeptanz heißt ja nur, das muss natürlich nur im positiven Falle, muss es sozusagen anhalten. Ja, das ist ja gerade der Akzeptanzbegriff. Ja, akzeptieren heißt, die Turing-Maschine hält an. Ja, und sozusagen, wenn wir jetzt diese Beschreibung der Turing-Maschine in die universelle Turing-Maschine reinstecken, die Beschreibung der Turing-Maschine als Parameter übergeben, ja, dann führt die universelle Turing-Maschine halt die Turing-Maschine auf ihrem eigenen Programmcode aus. Ja, und wenn sie akzeptiert, dann hält sie halt an. Ja? Und wenn sie nicht akzeptiert, dann läuft sie halt weiter. Das ist gerade quasi der Akzeptanzbegriff. Anhalten heißt akzeptieren. Das heißt, wenn wir hier einfach die Turing-Maschine reinstecken in die UTM, universelle Turing-Maschine, dann ist diese Sprache natürlich akzeptierbar. Und die nehmen wir uns jetzt. Ja, da gibt es einen Satz im Skript dazu, habe ich jetzt nicht im Kopf. Da ist das aber auch nochmal im Prinzip dieser Gedankengang noch mal ganz kurz aufgeführt. Das ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, was macht eigentlich diese universelle Turing-Maschine, was heißt der Begriff der Akzeptanz. So, also, wir haben unten H ist akzeptierbar und die bezeichne ich jetzt einfach auch mal als MH unten H, nochmal das schön. MH unten M unten H, H, also irgendwie so doppelt gehaart, doppelter Index. Das ist im Wesentlichen
universelle Turingmaschine sozusagen als Gedankenstütze. Und es sei MH die akzeptierende Maschine. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Wir definieren jetzt eine neue Maschine, die nenne ich mal M und J. Und zwar nenne ich die irgendwie, ich stecke da quasi das A und I rein und schalte dahinter diese Maschine M unten HH. So, was macht die? Die startet mit leerem Band. Schreibt dann irgendwie einen Zahlenwert. Da muss man gleich noch überlegen, was das denn wohl für ein Zahlenwert ist. Startet mit leerem Band. Und führt dann dieses M, H und H aus. Ja, wann hält diese Maschine an? Naja, die hält an, wenn sozusagen das I, was wir da aufs Band schreiben, wenn das sozusagen die Codierung einer Turingmaschine ist, die bei ihrer eigenen Eingabe hält. Denn genau so war dieses M, H oder Doppel H definiert. Ja? Dann gesagt, MH ist die Maschine, die akzeptierende Maschine, und die hält genau dann an, wenn sie als Eingabe bekommt ein Element, was in dieser Menge drin liegt. Ja, und das ist sozusagen die Menge aller Turingmaschinen, die bei Eingabe ihrer eigenen Gödel-Zahl anhalten. Ja, also wenn wir das I so haben, dass es genau diese Eigenschaft hat, dann hält diese Maschine MJ an. So, und jetzt können wir erstmal überlegen, das, was wir jetzt hier gemacht haben, sozusagen diese Konstruktion, dass wir irgendwie eine Maschine konstruieren für ein bestimmtes I, die sozusagen genau diese Zahl aufs Band schreibt. Das ist sicherlich berechenbar. Da könnte man eine Turingmaschine für konstruieren. Die haben wir. Dieses Zusammenschalten, auch das kriegen wir mit einer Turingmaschine hin, indem wir einfach sozusagen zwei Turingmaschinen als Konkatenation miteinander verknüpfen. Also das Ganze ist insgesamt, können wir sagen, das ist sicherlich durch eine Turingmaschine berechenbar. Ja, das heißt, wir müssten uns im Prinzip erzeugen lassen, die Beschreibung dieser Turingmaschine M und J. Das kriegen wir sicherlich hin. Das ist sicherlich im Detail technisch sehr aufwendig. Aber von der Vorstellung her ist das etwas, was wir sicherlich hinbekommen. So, jetzt überlegen wir mal, was passiert in der folgenden Situation. Wenn wir jetzt eine beliebige Turingmaschine M nehmen, ja, die stecken wir jetzt rein in dieses MJ. Und für dieses I, was wir da eben hatten, da verwenden wir jetzt genau die Gödelzahl dieser Turingmaschine. Das heißt, was wir im Prinzip machen, wir führen aus, ich male das nicht mal so als Kästchen hin, das ist quasi unsere Eingabe, und wir führen aus A unten GM, sozusagen der erste Schritt, den wir durchführen. Ja, die hatten wir eben ganz allgemein beschrieben, diese Maschine A unten I, und für dieses I ersetzen wir jetzt ganz konkret diese Maschine ein und die Gödelzahl dieser Maschine. Dann wenden wir darauf an
auf das Ergebnis, was da aufs Band geschrieben wird, wenden wir unsere Maschine M, H und H. Ja, das ist quasi unsere Maschine, meine mal blau. Das ist unsere Maschine M und J. So, und was machen wir jetzt? Wir haben ja eine Maschine. Das war unsere Annahme hier. Unsere Annahme war, dass dieses Ding hier entscheidbar ist. Jetzt stecken wir in diese Maschine stecken wir jetzt rein, schwarz. Unsere Maschine M, A und 0 hatten wir die, glaube ich, genannt. Da stecken wir rein. Im Prinzip, das kann ich nicht dahinter malen. Das kann ich ein bisschen kleiner machen. Da stecke ich jetzt rein die Gödelisierung von, das muss ich kleiner machen, dann sieht man das nicht. Ich stecke jetzt quasi die Beschreibung dieser Turing-Maschine M und J, die stecke ich hier rein. So, die liefert, weil sie ja entscheidet, liefert sie uns entweder ja oder nein. Da gucken wir uns mal an, was das genau bedeutet, wenn sie ein ja oder nein liefert. Also das Ergebnis ist, ist ja. Hält genau dann. Das müssen wir überlegen. Die führt quasi diese Turing-Maschine M und ein H0, also die Lösung des Nullhalteproblems. Bei Eingabe 0 oder bei leerer Eingabe können wir auch sagen, führt die auf dieser Maschine aus. Ach, Entschuldigung, das war nicht gewollt. MJ. Die führt die auf der Maschine M und ein J aus. Ja? Und die liefert natürlich ein Ja. Genau dann, wenn diese Maschine M und ein J, wenn die bei leerer Eingabe oder bei Eingabe 0 anhält. Das heißt, MJ hält bei leerer Eingabe. Was heißt das wiederum? Wenn die anhält, diese Maschine M und ein J, ja, dann hat offensichtlich diese Maschine den Haltezustand erreicht. Und der Haltezustand für diese Maschine war ja die Beschreibung G und ein M. Ja, sozusagen die Kodierung dieser Maschine. Das heißt, die hält genau dann, wenn M und ein HH hält bei Eingabe, wir hatten es eben I genannt, aber das ist ja im Prinzip das GM. Ne? Und zwar die Beschreibung dieser Maschine. Und das wiederum heißt aber, dass dieses GM oder I, wie wir hatten, dass das gerade in HH liegt. So, und wie sieht es aus im Fall Nein? Ja, dann tut sie das halt genau nicht. Und was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, wir haben genau diese Reduktion hergestellt. Das mache ich jetzt hier auch nochmal. Blau können wir das noch machen. Ja, das Ganze.
Das ist jetzt eine Maschine für das Problem. Aha. Ja, und haben gezeigt, dass sozusagen dann das spezielle Halteproblem entscheidbar ist. Ja, das heißt, wir haben reduziert damit das H und ein H auf H0. Und da wir ja zuvor schon gezeigt haben, dass dieses H und ein H nicht entscheidbar ist, folgt also, dass die Annahme, dass diese Maschine MH0, ja, dass das Ding hier existiert, dass das ein Fehler war, dass diese Annahme falsch war und daraus können wir folgern, ist nicht entscheidend. Genau, also das ist im Prinzip die Idee bei dieser Konstruktion, jetzt auch in dem Fall eines indirekten Beweises, sozusagen diese Aussage, die wir da eben hatten, wenn wir ein Problem auf ein anderes reduzieren, dann haben wir aus der Nichtlösbarkeit des einen Problems, können wir dann auch die Nichtlösbarkeit des zweiten Problems schließen und wir müssen uns halt überlegen, wie wir sozusagen die Eingabe des einen Problems überführen können in eine Eingabe für das zweite Problem. Ja, hier ist sozusagen die Eingabe des einen Problems, das war eben in dem Fall quasi das L1, was wir da gestern hatten. Das ist sozusagen das L2, die Lösung für das L2. Ja, und wenn wir jetzt annehmen, das Ding würde existieren, dann können wir halt auch mithilfe quasi dieser Unterroutine, wie wir das gestern hatten, ja, können wir sozusagen dann auch eine Entscheider für dieses äußere Problem herstellen. Ja, und das haut halt nicht hin. Genau, davon laufen eigentlich die ganzen Beweise immer ähnlich. Das ist immer nicht ganz einfach, das Ding zu konstruieren. Eine davon sollen Sie auf dem Aufgabenblatt machen, jetzt auf dem aktuellen. Da sollen Sie die Überlegung anstellen, dass man nicht entscheiden kann, ob eine Turing-Maschine beispielsweise einen bestimmten Zustand jemals erreicht. Ja? Okay. So, das wollte ich noch einmal kurz vorführen. Und im Skript finden Sie noch ein paar weitere Beispiele. Gehen Sie die einfach vielleicht nochmal durch und versuchen dann mal dieses Problem auf dem Aufgabenblatt zu lösen. Und ich würde jetzt einmal kurz hier auf Stopp drücken bei der Aufzeichnung.